das Fazit ist natürlich, dass wir verdient gewonnen haben. Man hat es ja gesehen, also über die 90 Minuten waren wir klar spielbestimmende Mannschaft. Gibt es also überhaupt gar nichts dran zu deuteln. Dann im Sieg hochverdient. Die Jungs haben es gut gespielt, haben wenig zugelassen, einen Standard. Sonst hat, glaube ich, Empor auch nicht einmal aufs Tor geschossen. Von daher kann man sagen, alles in allem halt insgesamt ein guter Auftakt für uns. Das wollten wir. Wir wollten mit 3 Punkten in die Saison starten. Und dementsprechend sind wir rundum zufrieden. Absolut zufrieden. Also ich denke, bei dem Ergebnis am ersten Spieltag zum Auftakt kann man wirklich mehr zufrieden sein. Ja, wir haben in entscheidenden Momenten oder in richtigen Momenten die Tore gemacht, haben wenig zugelassen, haben den Gegner eigentlich selten ins Spiel kommen lassen und seine Stärken ausspielen lassen. Und insofern haben wir wirklich ein gutes Spiel gemacht. Man kann ja nichts Schlechtes sagen. Kevin Panewitz ist reingekommen. Ich glaube, in der 65., 70. Minute hat einen guten Pass gespielt, hat einen Elfmeter verwandelt. Der Pass, den er gespielt hat, wurde dann quergelegt ins Tor geschossen. Also von daher auch für ihn ein guter Einstand, so wie für alle anderen Neuen auch. Insgesamt natürlich, klar, als Trainer hat man immer irgendwas auszusetzen. Da wird es auch definitiv ein, zwei Sachen geben, die wir besprechen. Aber als Fazit haben die Neuzugänge heute überzeugt und haben ein gutes Spiel abgeliefert. War, denke ich, eine relativ solide Partie. Ja, jetzt nicht unbedingt die ganz auffälligen Aktionen, sondern die Aufgabe, die ich hatte vom Trainer, versucht bestmöglich umzusetzen. Also direkt nach dem Spiel ist man natürlich auch ein bisschen emotionalisiert und unterm Strich verdienter Sieg für Altklinike aufgrund der individuellen Qualität. Ja, man sieht, wie sie es 2-0 beispielsweise machen, wirklich am Gegner gedreht und dann knallt er den genau in die Ecke. Das ist dann eben der Unterschied. Wir haben in der ersten Halbzeit aus einer guten Defensive heraus ein paar Möglichkeiten, wo wir im Konter, wenn wir das besser spielen, kriegen wir Torchancen, so war ja auch der Plan, kriegen dann vor der Pause das 0-1 nach dem Standard. Und zweite Halbzeit haben wir gesagt, wir probieren jetzt alles, haben eigentlich, denke ich, auch ganz gute Momente und setzen Altklinike unter Druck. Das 2-0 hat so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen. Es sind immer wieder Momente, wo Altklinike die individuelle Klasse eben aufblitzt und wo wir das eben nicht schaffen, das zu mannschaftlich zu kompensieren. Ja, ist natürlich schon enttäuschend jetzt der Ausgang am Ende. Ich glaube, waren in der zweiten Halbzeit dann ganz gut im Spiel eigentlich mit dem 1-0-Rückstand und dann haben wir uns einfach in den entscheidenden Situationen, glaube ich, nicht clever genug angestellt, lassen uns dann zweimal beim Freistoß durch eine schnelle Ausführung da ausspielen und dann sieht es natürlich ganz schwer aus, wenn man 3-0 hinten liegt, dann hinten raus, dann wird es dann sehr schwer. Hinten raus wurde es dann eben hektisch. Ja, das ist dann auch ein bisschen, da hat die Mannschaft sich dann auch aus dem Konzept bringen lassen, unabhängig wie Altklinike agiert hat. Spieler sagen dann, sie wurden beleidigt über das ganze Spiel, aber ich muss dann eben da auch drüber stehen. Ja, ich darf mich ja vom Gegner dann nicht aus dem Konzept bringen lassen und ja, das ist dann ein bisschen schade, dass dann die letzten 10 Minuten so dann eigentlich kein schlechtes Spiel von uns dann noch so eine Wendung kriegt,